So, hier dein Schneidedings. Übrigens, rate mal, was für eine Pizza gekauft wurde. Von meiner Mutter. Ich hoffe doch nicht, dass Pizza Hawaii gekauft wurde. Nein, die fucking Capital Bra Pizza. What the fuck? Ja. Von du meiner Mutter, die keine Ahnung hat, wer das überhaupt ist. Du kaufst deine Pizza nicht selbst? Ich war jetzt nicht einkaufen. Meine Mutter wollte eigentlich nur kurz eine Amazon-Geschenkgutscheinkarte holen, damit sie sich einen Fire TV-Stick bestellen kann. Endlich mal. Ja. Weil sie hat jetzt entdeckt, dass man auf YouTube Videos gucken kann. Aha. Ja. Beziehungsweise sie hat heute Morgen Netzkino für sich entdeckt. Weiß schon, der Kanal, der immer die ganze Film-B-Ware hochlädt. Nee, kenne ich tatsächlich gerade nicht. Kenne ich tatsächlich nicht. Ist ein guter Kanal. Ist ganz unterhaltsam. Und wahrscheinlich nicht gerade sehr legal oder so. Doch ist es. Die kaufen die Lizenz, die laden das auch bei sich auf der Website, in ihrer App und auf YouTube hoch. Das sind halt solche B-Ware-Filme wie, keine Ahnung, irgendwas Japanisches. Wann ziehst du endlich bei deiner Mutter aus, Modi? Noch ist es günstig, sobald wir hier raus müssen. Mit 50 oder mit 60? Wann wird das bei dir passieren? Der Mieter ist gefühlt fast 100, also lange kann es nicht mehr dauern, bis wir hier raus müssen. Oder das Haus bekommen, also eins von beidem. Ich meinte du. Und deine Mutter kann hier bleiben, das ist zu du. Geld sparen kann, spare ich Geld. Außerdem versuch du jetzt mal momentan umzuziehen. Ach, gibt auch so ist nicht. Also meine Wohnung. Also es gibt auch Wohnungen, die du dir leisten kannst. So ist nicht. Es geht nicht um den Preis, es geht ums Angebot. Es gibt hier entweder nur richtig Angebot. Große Scheiße oder. Teuer, sehr teuer. Es ist, meine Wohnung ist jetzt eine Weile weg von der Innenstadt, aber es ist halt, was ins Zentrum ist, eine Weile, aber ja, die ist nochmal was anderes. Du bist quasi in einer Großstadt, ich bin auf dem Land. Ja, aber eigentlich sind auch, am Land sind ja die das gerade erst. Das sind gerade die Preise noch billiger, das ist ja. Glaubst du? In einer Großstadt ist es, wenn du nach normalerweise in Leipzig eigentlich oder in Köln oder so, in Großstädten eigentlich unbezahlbar. Die sind halt Geringverdiener. Du noch mehr als ich. Momentan ja. Wenn du ein bisschen was sparst, dann hast du doch das. Mal ein Game weniger kaufen. Da muss ich auch mal was gönnen. Wieder eine eigene Wohnung. Dann wäre mal was gegönnt. Wozu denn? Und letztendlich dein Ding. Aber beschwer dich da nicht, dass deine Mutter nervt und so weiter, weil das ist ja. Mach ich ja nicht, es ist nur meistens sehr ungünstiges Timing. Den kann man ändern, das ist. Man will, dass die Mutter nicht mehr nervt, dann. Ja, es geht ganz einfach. Meine Mutter nervt mich nicht mehr. Das ist
Das ist schön, aber wie gesagt, versuch du jetzt mal momentan umzuziehen und eine bezahlbare Wohnung zu finden, die nicht scheiße ist. Ganz ehrlich, wir haben momentan zwei Stockwerke momentan mit über 100 Quadratmeter und wir sind unter, sind bei knapp unter 750 Euro im Monat. Das. Ich bin hier noch am Eingangsportal. Ich markiere noch die Grundfläche. Nee, ich will das Stück Erde nicht als Schild ausrüsten. Das ist. Ich verteidige mich mit einer Handvoll Dreck. Ja, ins Gesicht. Das erinnert mich an meine letzte Paper-Runde. Bis Pen and Paper? Mittlerweile ja, wir haben jetzt eine Runde. Und es hat ganz gut angefangen und dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, ich spiele einen Zauberer mit Insektenphobie, ich halte mich raus, die anderen haben sich gedacht... Und kommen Insekten. Nee, die anderen haben sich gedacht, also wir haben Tierfett, wir haben eine Fackel und wir haben eine Bratpfanne. Okay. Die haben es geschafft, irgendwie einen Haufen tödlicher Käfer zu frittieren. Nicht auf dich loszulassen? Wie gesagt, ich bin der eine Zauberer in der Gruppe, das können die sich nicht leisten. Okay. Verstehe relativ wenig von Pen and Paper. Noch nie gespielt. Sollst du mal, ich glaube, das würde dir richtig viel Spaß machen. Weiß ich nicht. Also ich habe schon mal, was wahrscheinlich ein bisschen ähnlich ist, was nicht dasselbe ist, aber was Ähnlichkeiten hat. Ich habe schon mal Krimi-Dinner gespielt. Das musste ich mal, wurde ich mal halbwegs dazu genötigt. Mit Arbeitskollegen. Im FSJ war das. Natürlich. Dann war eine Weihnachtsfeier und da hatten wir die. Das war relativ ernüchternd, das Erlebnis. Das war. Ich fand es nicht schön. Es war kein schönes Erlebnis. Ich glaube, das ist Akazienholz. Wo kriege ich Akazie her? Was würdest du sagen bei der Grundfläche hier? Ich komm mal rüber. Zu viel oder? Sehe ich gerade nicht. Dann zeig mal, wo Akazien stehen. Akazien stehen. Das dunkle Holz hier, das hier, das Ding ist hier. Ach, das ganz dunkle ist Schwarzeuche, das haben wir irgendwo da hinten. Ne, ich glaube, das war Akazienholz, was jetzt hier. Akazien haben wir hier nicht. Ich will auf jeden Fall dunkles Holz will ich verbauen. Als Treppen. Oh, Enderman. Warte, ich schleiche mich kurz am Enderman vorbei. Natürlich. So. Wo bist denn du? Ja, vorne an der Mauer. Auf der Mauer sitzt ein kleiner Morty. Sagst du Grundfläche zu viel oder ist okay? Ja. Das Ding wird halt entsprechend hoch. Den wird es fast noch größer machen. Okay, gut. Also lassen wir es so, dass ich die Mauer hier genau übergehen lassen kann. Sehr schön. Dann haben wir die Grundfläche. Ja, hier ist noch eine Lücke zwischen, da soll man nicht durchlaufen und sollen. Durchlaufen. Ja, das ist klar. Dann halt das dazu. Das hier ist jetzt der Innenraum. Ich mache noch eine Schicht außen dran, dann ziehe ich es hoch. Gehe insgesamt wahrscheinlich zwei Blöcke nach innen, damit so ein bisschen konisch zuläuft. Dann Spitze mit Feuer und Glas und so weiter.
Ich werde sehr viel Stein brauchen. Aber ich fange sowieso erstmal mit. Fange ich mit dem Turm an oder fange ich mit dem Wohnhaus an? Ich brauche auch gerade sehr viel Stein. Ich werde vor allem sehr viel terraformen, weil ich die Insel noch ein bisschen abtragen muss. Mach das. Die hässliche Leiter hinten am Hügel dran. Was ganz wichtig ist, hinten. Die Insel hier muss weg. Okay. Ja, ist doch klar, du willst einen Leuchtturm, damit die Leute. Ja, die müssen das sehen. Nicht auf irgendwas auflaufen. Wir haben hier eine Bucht, das ist sehr schön. Aber da muss nur die Spitze zu sehen sein. Ja, allerdings ist es halt unschön, wenn sie denkt, ach, da vorne ist Land, okay, cool. Und dann fahren sie auf die Insel hier. Ja. Also erstmal abbauen. Ja, dunkles Holz. Reden. Ich habe jetzt ja helles Holz, ich brauche mal dunkles Holz. Hat der Prof bei sich noch was irgendwie? Wie gesagt, Schwarzeiche ist im. Welche Richtung ist das? Ein Zauberbücher. Ist in Richtung Süden. Küste Süden ist ein riesiger Haufen Schwarzeichen. Ja, ich habe vergessen. Das ist natürlich, ich baue jetzt hier eine Kirche auf, aber. Kann ich denn nicht irgendwie? Das ist. Ist natürlich Blödsinn, wenn ich jetzt das Portal, Anfangsportal. Wo ist denn hier Osten? Da ist Osten, oder? Ich habe endlich einen Plan, was ich mit dem Sumpf machen will. Ist der Leuchtturm im Osten oder wo? Der ist im. Moment. Welche Richtung? Hast du einen Kompass oder so? Drück einfach F3. Oh, ich habe tatsächlich einen Kompass. Lol. Kannst du mir das gerade mal sagen? Der ist im Norden, wäre hier. Der ist im Süden, kompassmäßig gesehen. Ein Leuchtturm ist im Süden. Und jo. Wo ist Osten? Osten ist Richtung. Osten ist Richtung Sumpf. Das ist jetzt natürlich blöd. Da muss das umdrehen. Also kompassmäßig gesehen, koordinatenmäßig gesehen wäre der im Osten. Das ist ein bisschen verdreht alles. Der Sumpf ist im Osten. Also Sumpf ist Kompass im Osten und Leuchtturm ist Koordinaten im Osten. Okay, was würdest du sagen, wo es ist halt. Die Kirche muss halt nach Osten ausgerichtet werden. Das ist halt. Wir haben eine Bergspitze. Der Altar muss Richtung Osten. Ist das wirklich eine Regel in der Kirche? Das ist eine Regel, weil das Richtung Orient zeigt. What the fuck? Das war mir nicht bewusst. Das ist immer so. Alle Kirchen werden Richtung Osten gebaut. Wenn du eine Kirche siehst, die ist Richtung. Normalerweise, kannst sicher sein, früher wurden alle Kirchen so gebaut, dann müsstest du. Das erklärt dann wahrscheinlich warum die. Da weißt du, wo Osten ist. Wenn eine Kirche da Richtung Altar. Mhm. Nach Osten. Also ich hätte ja gesagt, ich würde die Kirche oben, ganz oben auf die Bergspitze, die sowieso nach Osten. Die steht jetzt hier in Richtung. Ja. Du sagst also Richtung Sumpf. Entweder Richtung Sumpf oder Richtung Leuchtturm, je nachdem, was du lieber hast. Es geht beides. Es wäre beides Osten. Ja, Richtung Sumpf müsste ich dann machen. Dann müsste das Ganze umdrehen. Okay. Mit dem gebrannten Stein ist jetzt ein bisschen schade, aber vielleicht kann ich den so lassen. Das andere kann ich abbauen. Dann bauen wir erstmal hier drüben. Dann bauen wir auf der anderen Seite das Öffnungsportal. So. So.
Dann fangen wir mal da drüben an. Das kann ja hier noch erweitert werden, notfalls. Ich muss hier noch ein bisschen Terraform, noch was wegnehmen. Mach das. Und gibt es irgendwas Interessantes? Ja, nicht so. Sekunde, ich google mal kurz. Googles interessante Gesprächsthemen in Minecraft. Nee. Ich mach das mal eben. Ich wollte mal wirklich, weil wenn ich jetzt was behaupte und so und das nicht sagen kann. Ostung, ja, das ist genau das, was ich da mal sage. Ostung ist die gezielte Ausrichtung eines Kirchengebäudes nach Osten, Richtung der aufgehenden Sonne. Das ist eigentlich. Dies hat vor allem bei frühchristlichen und mittelalterlichen Kirchen Romantik, Gotik Bedeutung. Hier ist begründet als hier der Chor mit dem Altar ist also in der Regel im Osten. Glaubt eigentlich entweder im Westen oder im Norden oder im Süden. Der Sonnenaufgang als Symbol der Auferstehung und. Natürlich. Das wird sein. Man kann es auch so sagen, dass das nach Osten ausgerichtet ist, weil Richtung Orient wird auch gesagt, weil die monotheistischen Religionen sind im Orient entstanden. Man könnte auch einfach sagen, sie haben es von den Muslimen geklaut und. Nicht gar nicht geklaut, das ist das. Es gibt drei. Es hat sich gleich entwickelt, aber sie wollen die Ähnlichkeit nicht zugeben, sondern. Es gibt drei Monotheisten. Ja, die Ähnlichkeit wollen sie nicht zugeben, aber die ist offensichtlich da. Es gibt drei monotheistische Religionen: das Christentum, das Judentum und wie ist das andere, was du gerade erwähnt hast? Wow. Ja. Und Islam, glaube ich, war es. Und ja, die drei Religionen sind in der Wüste im Osten im Orient entstanden. Ist auch interessant, dass es dann. Ah ja, ich dachte ja immer, die sind in Norwegen entstanden. Kann man auch so sehen, die anderen, das ist halt, ja, dann der Buddhistentum, Hinduismus und so weiter, die sind nicht im Orient. Naja, doch. Naja, die sind nicht aus dem Orient. Die gibt's im Orient, aber die sind nicht aus dem Orient entstanden, die sind an anderer Stelle. Die haben ihre Gründung an anderer Stelle erfahren. Naja, doch, eigentlich schon, Indien halt, ne? Indien, ja, aber. Das liegt direkt neben den ganzen anderen Ländern. Aber die drei, die monotheistischen Religionen, die sind glaube ich in der Nähe hier, ich glaube in der Nähe von Türkei dort. Dort sind sie. Das Gebiet muss das gewesen sein. Der Historiker hat gesprochen. Ja. Warum genau willst du eigentlich die Kirche bauen? Gehört zu jedem guten Dorf mit dazu. Jedenfalls ja gut. Stadtbild. Muss ich dich daran erinnern, dass unser Dorf aus einem absurd großen Fachwerkhaus, einer Hobbithöhle und einem Berg mit diversen Mengen an seltsamen Häusern besteht? Musst du denn immer alles hinterfragen? Das ist halt. Ich meine ja nur. Ich hab eine meterlange Mauer gebaut hier. Das ist halt eine Frage, warum ich eine Kirche baue. Naja gut, ich hatte ja eh vor, meinen Berg da oben aufzugeben und
normales Fischerdorf hier in die Nähe vom Sumpf zu machen. Das ist, ich habe halt einfach Bock drauf, eine Kirche zu bauen. Jetzt, das ist halt jetzt einfach. Wie die Story von. Wie die Story von Die Säulen der Erde. Der Hauptcharakter hat einfach Bock, eine Kirche zu bauen. So, damit beginnt das Ganze. Das ist im Wesentlichen die Story der, von Die Säulen der Erde. Die will eine Kirche bauen. Ich habe schon Filme mit weniger Story gesehen, also. Im Wesentlichen war es das eigentlich. Das. Da gibt es Leute, die das verhindern wollen, dann entstehen Kriege darum und so. Ja. Filme schlecht erklärt. So 6 hoch war das, glaube ich. Nee, oder? Nee, 6 breit war das. Autsch. Außerdem falsch. Verdammt. Gute Arbeit. Es gibt zum Glück den guten Command, dass man wieder zurück zur Stelle kann. Ja, stimmt. Wenn du stirbst, kannst du einfach Slash Back eingeben und dann bist du zurück an der Stelle, wo du warst. Gut, wenn du irgendwie in der Wildnis stirbst. Das ist gar keine Ursache mehr, wenn du auf Wanderung gehst und in der Wildnis stirbst. Ja, kannst du das Zeug holen, dann wieder Heimteleport. Slash Back und dann Slash Home. Das ist komplett sofort wieder. Jetzt baue ich eine Spitzhacke. Oha. Steinziegel gehen mir alle. Steinziegel gehen mir alle. Ich muss neue Steinziegel machen. Unglaublich. Ah, 64 habe ich jetzt noch. Ich glaube, da kam jetzt. Die erste Spitze drauf. Warum ich braune Banner her? Braune Banner kannst du aus. Da hängen welche von meiner Holzhütte. Ich war aber nicht bei deiner Holzhütte. Also warum habe ich braune Banner? Tja. Vielleicht habe ich sie dir mal zugeworfen oder so. Vermutlich, entweder das oder ich habe sie random und. Hast du aus der Kiste geklaut? Aus der Kiste geholt. Ich habe doch den einen Spawner gelootet. Kann sein, dass die da dabei waren, keine Ahnung. Das kann sein. Ich habe auf jeden Fall 2 braune Banner. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, viel Spaß damit. Ja, danke. War braun nicht deine Farbe? Ja, Kanalfarbe halt. Mehr oder weniger. Politisch. Mensch, Modi. Ja, stimmt, das war ja blau. Nee, eigentlich weiß. Einigen wir uns auf bunt. Das ist wohl die beste Farbe. Mhm. Apropos, bei uns am lokalen Baumarkt hängen jetzt mittlerweile Regenbogenflaggen. Ja, bei mir hängen AfD-Plakate. Bei uns SPD, sehr, sehr präsent, SPD-freie Wähler. Das auch. Das auch. Ja,
Wir hatten ja auch letztens aus irgendeinem Grund eine SPD-Wahlveranstaltung. Okay. Die war sehr gut besucht, weil irgendwer Country-Musik gespielt hat. Und nur deshalb. Das glaube ich. Ja, ich war da an der Ampel, sobald er aufgehört hat, sind einfach alle gegangen. Tja. Das war lustig. Da habe ich mir gedacht, seid ihr wirklich schon so tief? Ihr wart mal jemand SPD. Das stimmt. Früher als SPD noch sozialdemokratisch war. Ja. Damals, als Deutschland noch nicht Deutschland hieß. Ich brauche mal wieder die Schuhe hier, die Federfallschuhe. Du hast ja ausgezogen. Habe ich irgendwann mal verloren, habe ich halt irgendwann mal. Okay. Bin zu blöd zum richtigen Bauen. Ich höre, du gibst deinen Command ein. Bin zu blöd, richtig zu bauen. Passiert. Eventuell kriege ich auch jetzt bald eine neue Tastatur. Ah. Die jetzt nicht mehr so laut, die jetzt nicht mehr wie eine Schreibmaschine klickt. Doch, tut sie. Ein Prof hat mir eine empfohlen, also laut Prof tut es nicht. Ist dieselbe, die Prof gerade hat, also. Hm. Ja. Die kriegst du wahrscheinlich trotzdem dazu, laut zu sein. Also, ich kenne keine Tastatur, die wirklich komplett leise ist. Ja, aber ich gebe auch keine 500 Euro für eine Tastatur aus oder so. Ich auch nicht. Aber zumindest eine Tastatur, die nicht mehr so klingt. Es klingt halt jedes Mal, als würdest du da einfach mit der Faust draufhauen. Ja, das ist halt das Ding. Ist das eigentlich eine mechanische oder hast du eine Schreibmaschine umgebaut? Nö, das ist eine ganz normale, die gab's gratis dazu. Die gab's gratis dazu. Die Tastatur gab's gratis zum PC mit dazu, das war halt einfach. Ah, Logitech. Nee, HP. Oh Gott. Sind das nicht die man in Schulen immer benutzt? Keine Ahnung. Hat mich nichts gekostet. Das sollte reichen. Da wissen wir auch, warum sie so klingt, wie sie klingt. Ich weiß nur, dass die Drucker immer in jeder Schule. Die Drucker sind immer von HP. Soweit ja. Ich weiß. Ja. Und die HP-Drucker. Warum auch immer, die sind halt nicht mal gut. Aber die Schulkopien waren auch noch nie gut. Sind wir mal ehrlich. Ja, die werden halt seit den 60ern ja. Immer wieder kopiert, ne? Ja, wenn du dann so eine verwaschene Kopie kriegst. Und schön mit urheberrechtlich geklauten Comics drauf. Ja. Und immer noch dieselben Comics seit 1980. Die waren 1980 mal lustig. Ja, heutzutage gehen sie nur noch in Geschichtsbüchern klar. Nee, heutzutage versteht das keine Sau. Das ist halt irgendwie. Das ist manche Textaufgaben, Beispiele und so weiter, die man die halt kriegt, versteht keine Sau mehr. Die mal lustig waren irgendwie bei es. Der Humor vor allem. Mittwoch reinschreiben müssen. Der Humor von früher, das ist, ich weiß noch aus der Schule, das ist halt immer, weil wir es in den Texten gekriegt haben, das war dann immer der,
Der Humor, das ist lustig, weil es stimmt, weil es halt irgendwie, weil es halt sowas. Das habe ich schon mal von Tante Bertha gehört, das ist lustig, weil. Das ist lustig, weil wir sagen, das ist lustig. Scheiße, jetzt habe ich eine Schicht zu viel abgebaut schon. Ich habe den abgebaut, ey. Bei mir läuft gerade Pokémon Mystery Dungeon Musik. Ich werde versuchen, halbwegs das Ding hier noch zu retten. Hast du eigentlich die neuen Trailer zu den Remakes und so weiter gesehen? Ja, so mal ein bisschen. Sie haben Motion Blur draufgepackt, das sieht so viel besser aus.